So, dass man sagen kann, generell profitiert Deutschland durch Einwanderung. Das hängt damit zusammen, dass Migranten, die zu uns kommen, in der Regel ihre Bildungsbiografien schon abgeschlossen haben. Davon profitieren wir. Viele von ihnen kehren auch in ihre Heimatländer zurück und das entlastet die sozialen Sicherungssysteme, die sehr stark altersbezogen sind, also die Rentenversicherungssysteme, die Pflegeversicherung, die Krankenversicherung. Bei den Geflüchteten ist es etwas anders. Sie integrieren sich schlechter, langsamer in den Arbeitsmarkt als andere Gruppen. Nach etwa 15 Jahren gleicht sich das in etwa aus. Wir können sagen, dass wir nach vielleicht 8, 9 Jahren so einen Turnover-Punkt erreichen. Also vorher kostet Fluchtmigration die öffentlichen Finanzen. Dann ist es so, dass die Steuern- und Abgabenzahlungen von den Geflüchteten, die im Arbeitsmarkt angekommen sind, höher sind als die direkten Zuwendungen, die wir haben, etwa für Leistungen der Grundsicherung, für Bildungsausgaben und ähnliches. Ob sich das insgesamt rechnet für den Staat, ist nochmal eine andere Frage. Es kann sein, dass wir langfristig etwas verlieren oder etwas gewinnen. Wir reden über eine Größenordnung pro Einwohner in Deutschland von zwischen 35 und 60 Euro. Das heißt, es geht pro Jahr. Also es geht um sehr, sehr überschaubare Summen. Ich möchte aber vor allen Dingen betonen, bei Fluchtmigration geht es nicht primär um eine monetäre Angelegenheit. Bei Fluchtmigration ist eine humanitäre Frage. Also wir nehmen Geflüchtete auf Unabhängigkeit von Nützlichkeitsüberbewegung, sondern es richtet sich nach dem Grad der Verfolgung, nach der Betroffenheit von Krieg, von einer Menschenrechtsverletzung. Und das ist eine humanitäre Aufgabe, das ist erst sekundär eine wirtschaftliche Aufgabe. Also auch wenn die Kosten häufig in der Öffentlichkeit überschätzt werden, muss man immer klar und deutlich sagen, es geht bei Fluchtmigration um eine humanitäre Frage, nicht um eine ökonomische. Ja, ist natürlich schwierig zu sagen. Es ist so, dass die verschiedenen Abkommen, die die Europäische Union getroffen hat mit den Ländern in den Nachbarstaaten, die Schließung der Seewege, die Schließung der Westbalkanroute durchaus wirksam sind und die Fluchtmigration sehr, sehr stark gesunken ist in die EU, aber auch nach Deutschland. Das ist aber ein sehr hybrides Gleichgewicht. Das hängt kritisch davon ab, dass die Länder, mit denen die Abkommen bestehen, auch in Zukunft weiter kooperieren werden. Es hängt von innenpolitischen Bedingungen in diesen Ländern ab. Es hängt auch davon ab, wie sich die Fluchtbewegungen in Afrika, im Nahen Osten entwickeln werden. Aber insofern kann das niemand seriös vorhersagen. Aber es ist so, dass die Fluchtursachen, die Fluchtgründe nicht abgenommen haben. Also insofern würde ich sagen, es ist ein sehr labiles, sehr hybrides Gleichgewicht. Ja, so die Absichten von diesem Gesetz sind durchaus sinnvoll. Also man will versuchen, den Arbeitsmarkt nicht mehr abzuschotten, sondern für Einwanderung zu öffnen. Die Maßnahmen, die man dann aber in dem Gesetz macht, sind sehr halbherzig. Es gibt einige Fortschritte. Also man versucht, den Arbeitsmarkt auch zu öffnen für Menschen, die nicht nur Hochschulabschlüsse haben, sondern auch Berufsabschlüsse. Ich glaube aber, dass im Wesentlichen nicht gelingen wird, weil man hält an der wesentlichen Bedingung, dass vor dem Zuzug die Abschlüsse aus dem Ausland in Deutschland anerkannt sein müssen, fest. Das ist ein Nadelöhr, durch das die meisten Beschäftigten nicht kommen werden, sodass ich davon ausgehe, dass die Einwanderung von Menschen zu Erwerbszwecken aus Drittstaaten, die etwa bei 10% der gesamten Einwanderung aus Drittstaaten liegt, nicht wesentlich steigen wird. Und ich glaube, das realistische Szenario ist, dass wir in Deutschland, also nicht in den Großstädten, sondern in Deutschland 40 bis 50% Menschen mit Migrationshintergrund haben werden. Das bedeutet für Städte wie Frankfurt, wo wir heute schon einen Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund von 50% haben, dann wahrscheinlich einen Anteil haben werden von 60 bis 75%. Da sind große Verschiebungen. Das bedeutet nicht, dass dann einzelne Gruppen diese Städte dann dominieren werden, sondern es werden weiterhin die Bevölkerung, wie wir es jetzt auch kennen, die einen deutschen Hintergrund hat, die keine Migrationsgeschichte hat,
die Bevölkerungsstruktur dominieren, aber sie sind dann trotzdem nur noch eine qualifizierte Minderheit. Das bedeutet, dass alle Seiten sich verändern werden. Also es wird sich die Ökonomie verändern. Sie wird nicht so bleiben, wie sie jetzt ist. Das Facharbeitermodell wird einer gewissen Erosion ausgesetzt werden. Wir werden wahrscheinlich eine stärkere Polarisierung bekommen. Also die Migration bedeutet, dass sehr viele Menschen zu uns kommen, die sehr gut qualifiziert sind. Also der Anteil der Hochschulabsolventen ist sehr viel höher. Aber auch sehr viele Menschen zu uns kommen, die keine berufsqualifizierenden Abschlüsse haben. Das bedeutet, dass die Ungleichheit zunehmen wird, also dass die Spannungen auch wahrscheinlich zunehmen werden. Und das sind eben vor allen Dingen soziale Spannungen, erst in zweiter Linie ethnische Spannungen. Und das konzentriert sich in den Ballungszentren. Das heißt, die Sozialpolitik steht vor ganz neuen Herausforderungen, die Bildungspolitik, auch die Ökonomie. Und das wird beide verändern. Also es wird die Mehrheitsgesellschaft verändern, die dann aber in vielen Städten eben keine Mehrheitsgesellschaft mehr ist, sondern nur noch eine qualifizierte Minderheit. Aber auch die Minderheiten werden sich verändern.